Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Wattens. Neu 2016, ja, das ist das Schlagwort, das man momentan im Zusammenhang mit der Raiffeisenbank Wattens und Umgebung hört. Was steckt jetzt dahinter in diesem Zusammenhang? Darf ich Herrn Geschäftsleiter Christian Steinlechner bei mir begrüßen? Herr Steinlechner, man sieht es auch überall auf den Plakaten. Was ist denn jetzt neu? Schlagwort neue erweiterte Angebotszeiten. Warum ändert sich etwas? Der Grund, warum sich was ändert, ist ganz einfach. Es ist so, dass sich in den letzten Jahren das Verhalten unserer Kunden spürbar geändert hat. Das beobachten wir, das haben wir in unseren Analysen sehr, sehr deutlich sehen können. Zum Beispiel war es so, dass vor 10 Jahren der Kunde hauptsächlich den Weg direkt in die Bank gesucht hat, also persönlich zum Schalter gekommen ist, um seine Geschäfte mit uns abzuwickeln, und mittlerweile eben zahlreiche andere Wege offen sind für den Kunden in die Bank, sprich Telefon, sprich E-Mail, sprich Internetbanking. Und auf dieses geänderte Verhalten wollen wir und werden wir jetzt reagieren. Wenn man sich das Ganze mal genau anschaut, diese geänderten Angebotszeiten, Sie haben ja auch eine Übersicht, dass es geht da zum einen um Telefon, Internet und natürlich auch persönlichen Service. Wenn man anschaut, gut beraten von 7 bis 19 Uhr, was heißt das jetzt für den Kunden? Das heißt konkret, dass wir unsere Beratungsgespräche für unsere Kunden tatsächlich von 7 bis 19 Uhr anbieten. Ja, das heißt, wir vereinbaren Termine in dieser Zeitphase, und wir merken bereits jetzt, dass speziell die Abendtermine bei unseren Kunden sehr beliebt sind, weil es nicht mehr notwendig ist, sich freizunehmen, sondern man kann den Termin ganz gemütlich am Abend bei uns in der Bank wahrnehmen, und das ist eine deutliche Verbesserung meiner Meinung nach aus Kundensicht, das danach anzunehmen. Diese Beratungsgespräche sind ja für die Kunden sehr positiv, aber es gibt ja natürlich auch noch das allgemeine Bankgeschäft. Wenn wir mal schauen, Telefon schnell und einfach als Schlagwort. Wann kann ich denn jetzt anrufen als Kunde? Also die telefonische Erreichbarkeit ist massiv ausgeweitet worden. Das ist so, dass es auch bis in den Abend hinein möglich ist, uns telefonisch zu erreichen und seinen persönlichen Wunsch dort loszuwerden. Da arbeiten wir mit einem Callcenter zusammen, aber hauptsächlich eben werden auch unsere eigenen Mitarbeiter das Telefon abheben und den Wunsch sofort entgegennehmen und wenn möglich auch sofort abarbeiten, sodass es nicht mehr notwendig sein wird, dass ein Berater den Kunden zurückruft. Das heißt, die Erledigungszeit also für den Kunden wird sich dadurch sehr stark verkürzen. Positiv, modern und überall ist natürlich SB-Zonen, Electronic Banking. Was steckt da genau dahinter? Was ist neu anders? Das wird sich jetzt grundsätzlich nicht stark verändern. Es ist jetzt schon so, dass die SB-Zonen rund um die Uhr die ganze Woche geöffnet sind, dass das Internet rund um die Uhr 7-mal in der Woche offen und somit abwickelbar ist, das Ganze, was dort passiert. Es ist nur so, dass eben die Internet-Applikation von den Anwendungen her noch besser wird, kundenfreundlicher und einfacher zu handhaben sein wird in Zukunft. Manche Kunden denken sich jetzt vielleicht, man will uns nicht mehr in der Bank haben, aber Bankgeschäft ist ja auch ein sehr persönliches Geschäft und auch da gibt es jetzt Verbesserungen bzw. Neuerungen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das persönliche Service, das wir am Schalter anbieten. Das wird auch in Zukunft so sein, das wird so bleiben. Ja. Wir wollen keinesfalls das Signal an den Kunden senden, bitte kommt nicht mehr an den Schalter und erledigt dort eure Bankgeschäfte, sondern kommt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir da die Frequenz haben, damit der persönliche Kontakt zu unseren Kunden aufrechterhalten bleibt. Nur reagieren wir darauf, dass eben diese Anzahl der Kundenbesuche sehr stark abgenommen hat in den letzten Jahren, dass das vom zeitlichen her eingeschränkt wird. Ja. Also wir werden nach wie vor täglich den Schalter geöffnet haben am Vormittag und wir werden am Nachmittag in Zukunft 2 Nachmittage geöffnet haben und 3 Nachmittage eben den Schalter nicht mehr geöffnet haben, ja. Sondern sind dann die Beratungsgespräche, die in der Bank stattfinden, die Mitarbeiter sind klarerweise vor Ort, ja. Nur dieses Service am Schalter wird an diesen 3 Nachmittagen in Zukunft dann nicht mehr angeboten, sondern eben auf die reduzierte Zeit sich einschränken. Was sind das für 2 Nachmittage, wo offen ist? Konkret ist so, dass am Dienstag und am Freitag am Nachmittag geöffnet ist. Ja. Wie gewohnt, am Dienstag sogar länger jetzt bis 17 Uhr. Und Freitag ganz normal wie bisher auch.
Nähere Informationen für Ihre Kunden, die gibt es natürlich direkt hier in der Bank oder auch, es gibt auch Folder oder Sie schauen ins Internet. Danke Ihnen vielmals wahrscheinlich. Dankeschön. Regional, digital, überall.